Hallo, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ja, wir freuen uns noch auf die Gnadezeit. Und ich sage ehrlich, es wird immer knapper und knapper. Das Wort Gottes gibt uns sehr viele Hinweise drauf, dass langsam die Zeit aus ist. Wir sehen auch bei der Turm Babel, als die Menschen den Turm sehr hoch gebaut haben, hat Gott sie nicht weitergehen bauen lassen. Er hat die Sprachen gemischt und so musste dieser Bau beendet werden. Es ist auch so, dass wir heute auch nur eine Sprache sprechen. Es ist das Computersprache, die Techniksprache. Und wir sind schon so weit, dass wir Affen klonen, dass wir uns in die Schöpfungsgeschichte auch reinmischen. Und das wird Gott nicht zulassen. Das ist auch ein Zeichen, dass der Herr bald kommt. Auch in Zeit Noah und Lot ist es geschrieben, zum Beispiel in der Zeit Noah, in 1. Buch Mose, Vers Kapitel 6, der Herr sah, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag hindurch. Es ist grauenvoll, weil die Tatsache ist, wenn wir heute in die Welt reinschauen, haben wir keinen Grund zu rühmen. Sogar in der christlichen Reihe gibt es nur noch Streit, Spaltungen, Lieblosigkeit. Menschen, die wirklich Gott suchen, haben keine Gemeinschaft mehr oder fast keine Gemeinschaft mehr. Die Menschen denken nur an sich und es ist oft so, man prüft auch nicht, wo man steht. Man ist mehr religiös als ein Kind Gottes. Und das tut weh. Es tut weh. Und wir sehen, dass Irrlehre nimmt Übermacht. Die Modernisierung des Wortes Gottes wird immer aktueller. Es wird an der Taufe modernisiert, am Brotbrechen modernisiert, an Christsein wird modernisiert. Und ich sehe auch, wenn ich Videos mache, auch über Sucht und Sünde zum Beispiel, oder auch andere Themen, dass Menschen nicht genau hinhören. Meine Videos sind kein Freibrief zu sündigen, sondern ich möchte die tatsächliche Lage des Christenheit zeigen, anhand des Wortes Gottes. Und schwach zu sein, heißt nicht unbedingt, von Gott getrennt zu sein. Deswegen sagt Paulus in seinen Briefen auch, dass die Starken sollen die Schwachen tragen. Und dass es gibt Kranke und Schwache. Und es gibt Leute, Christen, die wiedergeboren sind, die aber nur Milch vertragen, weil sie noch fleischlich sind. Leider gibt es sowas, auch in den Leib Christus. Und da sieht man auch, dass Gott gnädig ist mit dem Menschen.
Ich habe heute eigentlich vor, einen Bibelvers vorzulesen. Und aus diesen raus hat sich noch ein Gespräch gestern mit einem lieben Bruder, mit zwei lieben Geschwister ergeben. Und mit dem einen kam das Gespräch wieder auf Noah. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe Noah wieder rein in dieses Video. Es gibt so manche Punkte, die sehr wichtig sind, auch im Zusammenhang mit unserem Leib, in dem wir leben, und zwar das Leib Christi. Das ist oft Fremdwort für die Christen, weil sie nicht wissen, was heißt, in Christus verborgen zu sein, in Christus errettet zu sein, mit Christus zu sterben. Das Bibelvers, was ich heute vorhatte und ich auch vorlesen werde, ist aus Jesaja 55. Und zwar von Vers 6 werde ich lesen. Und ich werde, denke ich, bis Vers 10 oder 11, ja. Ja, mal gucken. Jetzt lesen wir vor. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seinen Gedanken. Und er kehre um zu den Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und von Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Seemann Samen gibt und Brot den Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hier zeigt genau der Herr, es ist eine Zeit gegeben, wo du ihn finden kannst. Und diese Zeit ist nicht in unserer Hand und nicht, es ist nicht uns gegeben, wie lange diese Zeit offen ist. Der Herr sagt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Das heißt, es kommt auch die Zeit, wo man Gott sucht und man ihn nicht mehr findet. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das heißt, unser Ruf wird nicht mehr gehört, weil er dann fern ist. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, der für uns gestorben ist. Und als der auferstandene Christus kam die Zeit, wo Gott uns sehr nahe ist noch.
Und das ist die Gnadezeit, die Zeit des Leibes Christi. Und Jesus Christus selbst sagt deutlich: Verhärte nicht dein Herz, wenn du meine Stimme, meinen Ruf hörst. Das heißt nicht nur, dass wir rufen und suchen, sondern er sucht uns auch und er redet zu uns. Deswegen sagt er hier in Jesaja Kapitel 55 erst: Auf, ihr Durstigen, alle kommt zu Wasser. Und er will uns Milch und Wein geben umsonst. Er will, dass du leben sollst, ewig leben sollst. Aber dafür sind drei Sachen, die wichtig sind. Erstmal, dass du ihn auch suchen sollst, weil er lässt sich finden, solange noch die Zeit offen ist dafür. Gott hat diese Zeit begrenzt und du weißt es nicht, wie lang das ist. Das andere ist, du sollst ihn rufen. Rufen in Zeit der Erkenntnis, dass du in Sünde lebst, dass du verloren bist, dass du krank bist, dass du keine Auswege findest. Egal, ob du Moslem bist, ob du in deiner Vergangenheit Böses getan hast, es ist noch für dich die Zeit hier zum Überdenken. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Aber auch für viele sogenannte Christen ist jetzt noch die Zeit, den wahrhaftigen Gott zu suchen und anhand seiner Evangelium zu prüfen, wo ich stehe. Weil man denkt, wenn man die Bibel liest und ein bisschen betet, ist alles gegeben. Und es ist nicht so. Lasst uns ein klein bisschen zurückkehren zu der Zeit Noah. Also erstmal ist es wichtig zu sehen, dass in dieser Zeit auch die gefallenen Engel da waren. Also das dämonische Werk war sehr mächtig. Genauso wie in unserer Zeit hin. Das esoterische, okkulte, satanische wird heute hochgeschrieben. Von klein auf wird es gelehrt und es ist schön für die Welt. Und die Welt selbst erwartet schon ihren Anführer, den Teufel selbst, weil sie geloben, dass das Richtige ist und das Beste für sie ist. Sie wollen den Ruf Gottes nicht mehr hören und ich hoffe, du bist nicht von dieser Reihe. Und Gott hat die Zeit gegeben, das zu überdenken, ihn anzurufen, ihn zu suchen und das ewige Leben zu erhalten von ihm. Deswegen ist Christus gestorben. Und wenn du auch ein Christ bist, sollst dich prüfen, ob du auch in richtigen Glauben bist, trotz Bibellesen. Und da werde ich noch in das reingehen. Wenn ich überlege, dass bei so vielen Menschen, die damals gelebt haben, war nur eins, der mit Gott gewandelt hat, Noah. Er
Er war gerecht und tadelig. Ja, und er wandelte mit Gott. Und das ist auch so das Bild auf Jesus Christus hin. Für mich, vielleicht für andere nicht. Weil durch Jesus Christus, der Haupt der Gemeinde, der hat nur den Willen des Vaters. Er war untadelig in der Zeit, in der er lebte, bis heute. Sündenfrei. Er hat mit Gott gewandelt, mit seinem Vater, mit dem Vater im Himmel. Und er suchte nur das Gute, den Willen des Vaters zu tun. Ist das auch das, was dich anspornt, den Willen des Vaters zu machen? Oder du sagst, ich wandle mit Gott und Gott ist für mich der liebe Knecht, der mir meine Wünsche erfüllt, der meine Tage segnet und reichlich erfüllt, so wie ich das will. Noah war einer, der mit Gott gewandelt hat in Demut. Und Jesus Christus, der Sohn, war auch in Demut und hat nur den Willen des Vaters gesucht und erfüllt. Und da kommt Gott zu Noah und sagt, mach das. Und rette deine Familie. Es ist so, dass Jesus Christus vor Grundlegung der Welt gestorben ist. Das heißt, der Vater hat den Sohn gefragt. Wie werden wir den Mensch retten? Und der Sohn hat gesagt, ich, weil er ist freiwillig gekommen. Nicht nur, weil der Vater es so wollte, dass die Menschheit gerettet werden soll. Sondern Christus wollte es auch. Und Noah kriegt von Gott die Anweisung, die Arche zu bauen. Und diese Arche in unserer Zeit ist nichts anderes als das Leib Christi. Es ist das Leib Christus Jesus. Was eigentlich von Christus gebaut wird. Noah konnte seine Familie retten, was sein Blut war, sein Fleisch war, sein Eigenfleisch war. Durch das Gehorsam und durch, dass er den Willen Gottes gemacht hat. Das hat er vollendet. Aber wie diese Arche gebaut werden soll, hat sich Noah nicht aus den kleinen Finger gesaugt. Sondern Gott gibt ihm klare Anweisungen. Aus welchem Holz, mit was er soll es einstreichen, wie viele Etagen sein sollen, wie groß, wie lang, wie hoch, wie breit, alles ganz genau. Und so hat der Vater in Christus uns auch durch Christus gegeben, wie wir das Leib bauen sollen. Und das ist vielen Christen nicht bewusst. Wie
Wir sind diejenigen, die das Leib bauen durch die Führung des Geistes, das in uns wohnt. Paulus sagt, ich habe den Grund gelegt. Und das ist das Evangelium, was Christus den Paulus gegeben hat für die Erbauung der Leibes Christi. Das ist von Gott gewollte Leitfaden, zum Erbauung des Leibes Christus, zur Errettung der Leibes Christi. Und wer sich nicht daran hält, der hat ein Problem. Noah hätte es nie akzeptiert, dass jemand an seiner Arche was verfuscht oder was anders modernisiert oder wechselt oder ändert. Und deswegen wird Christus auch nicht erlauben, durch den Geist Gottes, dass in den Leib was anders gebaut wird oder in andere Form modernisiert oder geändert, als nur durch das angegebene Wort Gottes. So sollst du es bauen und nicht anders. Und das geht vielen Christen auch nicht in den Kopf rein. Viele denken, wir sind gekommen, um die Welt zu retten. Nein. Wir sind berufen, dass wir das Leib Christi bauen. Deswegen sind wir auch als Seemänner, den der Samen zerstreut. Und Gott sagt hier deutlich in Jesaja auch, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Aber dieses Wort aus dem Gottesmund ist der Samen, was die Seemänner kriegen von Gott. Du kriegst das Wort Gottes zu zerstreuen. Du kriegst das Wort Gottes nicht zu richten. Andere, weil das macht das Wort selbst dann. Du kriegst das Wort Gottes nicht, um die Welt zu vernichten, die Irrlehrer zu angreifen oder zu vernichten, weil das macht Gott selbst. Gott selbst sondert die Schafe. Jesus sagt auch, ja, da werden die Schafe von den Böcken geworfen. Das wird das Unkraut von dem richtigen Gewächs getrennt. Das macht schon Gott. Du bist hier, um die Wahrheit, was Gott in deinen Mund gesetzt hat, so auch weiter zu leiten. Kennst du die Wahrheit? Kennst du den Leitfaden, wie man diese Arche baut? Das ist das einzige des Evangelium Paulus. Und Paulus sagt es deutlich, und wer Ohren hat, der hört. Und das ist der Leitfaden. Wenn du dich danach hältst, gehörst du auch dazu. Dann versuchst du, das Wort Gottes nicht zu ändern, zu helfen. Du kannst Gott nicht helfen. Halt dich an den Plan Gottes. Und Noah hat es genau getan, so wie auch Jesus Christus es getan hat. Es gab keinen anderen Weg. Für Jesus war es schwierig. Er betet auch, wenn es geht, soll dieser Kelch an mir vorbeigehen, weil
die Sünde dieser ganzen Welt auf sich zu nehmen. Deine Sünde, meine Sünden. Aber viele denken nicht, dass die Voraussetzung der Sündenbefreiung ist das Erkenntnis meines Seins, dass ich ein Sünder bin, dass es bitter notwendig hat, dass ich das anerkenne und er mir vergibt. Und hier in Jesaja sagt deutlich der Herr, sagt deutlich, denn er ist reich an Vergebung. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, ja, weil er ist reich an Vergeben. Ach, meine Lieben, wenn man rechnet in unseren Jahren, wie oft Gott uns vergeben hat, Tag für Tag. Er ist reich am Vergeben. Er hat Freude am Vergeben. Aber er duldet nicht, wenn ich mich nicht nach seinem Plan halte. Und Noah hat diesen Plan so ausgeführt. Die Arche wurde nach der Leitfaden Gottes gemacht. Kein einziger Nagel wurde woanders reingehauen, als nur dort, wo Gott es gewollt hat. Kein Balken hat gefehlt, jeder Balken saß da, wo Gott es gewollt hat. Und beim den Pest, oder wie das heißt, wo er einstreichen musste, ja, da hat er auch nicht gespart oder gesagt, du, ich würde vielleicht was anderes da halten, es ist besser, es macht dichter für Wasser. Sondern Noah hat das Wort Gottes 1:1 übertragen und so auch ausgeführt. Und das, Christus, sorgt auch, dass sein Leib so aufgebaut wird. Und du sollst nicht versuchen, Änderungen da reinzubringen. Auch keine Modernisierung, auch nicht irgendwie versuchen, die Leute auf eine Art zu gewinnen. Du bist nicht hier, um Leute zu gewinnen. Du bist hier, um das Zeugnis zu legen, was Gott in deinen Herzen und in deinen Mund. Wir sind nicht gekommen, wir sind nicht erwählt worden auf dieser Welt, um die Welt zu retten. Aber wir müssen Zeugnis tun. Und hier sagt es auch sehr deutlich in Jesaja. Wir haben von Gott den Samen gekriegt. Den Samen gekriegt. Wartet mal, ich möchte nochmal wortwörtlich lesen. Denn wie der Regen fällt und von der Himmel von Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt. Das sind die Seemannsamen. Gibt, also den Seemann gibt er den Samen und Brot den Essenden. So wird mein Wort, das aus meinem Mund nicht leer zurückkehren. Es ist sein Wille, es ist seine Macht. Ich habe nur eine Aufgabe, die Arche so zu bauen, wie Gott es gesagt hat. Und er tut es heute auch jeden Tag, mir sagen, welchen Weg ich gehen soll. Wie baust du die Arche? Willst du Gott zeigen, dass du besser bist als er? Oder willst du ihm gehorchen und sein Wille ausführen? Und dann bist du immer auf der sicheren Seite. Als das Arche gebaut wurde, waren auch viele Spötter da.
Und auch in der Zeit heute, wo das Leib Christi gebaut wird, sind nun nicht viele Spötter, sondern werden auch viele verfolgt und umgebracht. Das bleibt das nicht erspart. Aber wir bauen das Leib, das Arche, bis es vollkommen ist, bis die Zahl der Nationen eingegangen ist, bis die letzte Latte liegt, gestrichen ist und der Nagel drin ist. Und wir lesen dann in erster Reihe, Vers 22, 1. Buch Mose 5, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hat. So tat er. Und dann, als er so tat, wie Gott es gesagt hat, nicht so, wie Noah es gewollt hat, weil Jesus Christus sagt, immer wieder, ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Und Paulus lehrt auch, dass Gott in Christus uns errettet hat. Und jeder soll bauen, sagt Paulus, auf diesen Fundament. Er soll sich Schätze sammeln, indem er gehorsam leistet, den Plan Gottes, den Wort des Gottes, und damit Gold, Silber, was nicht verbrennt, dann im Gericht vor Christus. Und dann kam, als die Arche komplett fertig ist, letzte Latte, letzter Strich, dann sagt Gott selbst, geh in die Arche rein. Und so wird auch jetzt bald die Entrückung passieren. Er ruft und er tut die Türe zu machen. Es ist nicht der Noah, es ist nicht der Wind, sondern Gott selbst macht die Türe zu. Er macht die Türe zu. Und Gott sagt, such den Herrn, während er sich finden lässt. Du nennst dich Christ? Dann prüfe, ob du den richtigen Herrn gefunden hast. Ob du den richtigen Christus dienst. Weil es gibt viele falsche Christusse. Die heißen auch Christus. Aber sind ist nicht der Christus, der nach dem Plan Gottes arbeitet, der den Willen Gottes ausführt, sondern es sind Christusse, die falsch sind, die den Willen des Feindes Gottes ausführen und dich in Verderben bringen. Ruft ihn an, bete dafür, Herr, prüfe mich, vor deinem Angesicht. Ich möchte deinen Willen geschehen lassen in meinem Leben. Ich möchte Werkzeug in deiner Hand sein. Ich möchte den Samen, was du in meinen Mund gibst, zerstreuen. Und ich möchte dir überlassen, was du damit tust. Ich möchte nicht mehr oder weniger tun als das, was du mir anvertraut hast. Ich möchte diesen Leitfaden folgen, was du gezeigt hast. Es ist auch nicht geschrieben, dass Noah gesagt hat, ja, warum eine Arche so groß? Da hätte man ein paar Hölzer, die zusammenbinden. Du bist ja mächtig genug. Ja, was ist denn ein Flut? Wir können doch auch auf dem Wasser laufen. Ja. Nein, Noah hilft Gott nicht, sondern Gott hilft Noah. Und Gott gehorcht und das rettet sein Leben. Jesus Christus gehorcht den Willen des Vaters.
Und so wird das Leib Christi gerettet. Durch die Gehorsamkeit Christi, dass er sein Leben gab, den Willen des Vaters gefolgt hat. Und in diesem Leib kannst du nur dann bestehen, wenn du nicht den falschen Christus nachfolgst. Wenn du den Willen des Vaters folgst. Und das ist allein in der Evangelium Paulus eingeschrieben, ob du es willst, ob du nicht willst. Du kannst aus dem Alten Testament den Sabbat und das Gesetz nehmen. Du kannst alles mischen, das sage ich dir. Du bist auf einem Holzweg. Du kannst dich mit allen Irrlehrern anlegen hier auf dieser Welt. Du bist auf dem Holzweg. Du sollst deine Gemeinde aufbauen. Du sollst an das Leib Christi, du sollst an der Arche arbeiten und nicht im Dorf, an der Kirche des Dorfes, sondern an der Arche. Du sollst nicht anderen kleine Kanus bauen, sondern du sollst an der Arche bauen. Wenn du das kapierst, hast du gewonnen. Demut, mit Gott zu wandeln, ist Voraussetzung. Fest glauben an das Wort Gottes und prüfen, dass ich jeden Tag das Wort Gottes erfülle und nicht das, was man mir so sagt. Es gibt in YouTube, es gibt überall viele Predigten. Und da weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Aber meine Lieben, es gibt doch hier die Bibel, Heilige Schrift. Und es steht geschrieben, sucht und ruft. Und es wird dir gegeben werden, was du tun musst. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und wir können Gottes Wege nur dann verstehen, wenn wir seine Wege gehen. Und seine Gedanken können wir nur dann verstehen, wenn wir sie zu eigen machen. Wenn wir durch den Geist und Leitung des Geistes Gottes in uns zu eigen machen. Wir sollen nicht mitdenken. Wir können nicht unsere Wege mit reinmischen. Wir gehören zu ihm, dann sollen wir auch das machen, was aus ihm zu uns kommt. Interessanterweise, es ist so, die Flut ist ein Gericht. Und in diesem Gericht, als Mose erlebte, war das ganze Menschheit, die ganze Menschheit vernichtet. Tiere, Vögel, alles. Nur das, was in der Arche war, wurde errettet. Aber was ich schon mal angesprochen habe, und man darf seine Meinung vielleicht noch ein bisschen ändern, ich habe ein bisschen nachgedacht um diese 7 Tage. Noah ging in die Arche rein und dann waren 7 Tage und erst dann kam die Flut. Ob diese 7 Tage die 7 Jahre des Antichristen bedeuten soll, weiß ich nicht. Kann sein. Ob diese 7 Tage ein Spalt ist zwischen Entrückung und das Kommen des Antichristen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, das Gericht Gottes fängt mit dem 7 Jahre an. Aber nur in dem Endgericht Gottes werden die alle Menschen gerichtet. Und
Und deswegen denke ich mir, dass die 7 Tage, die 7 Jahre des Antichristen bedeutet. Und dann kommt das Endgericht, wo alle Menschen gerichtet werden. Nur die nicht, die in der Arche sind, die entrückt sind. Und ja, natürlich, manche sagen ja, man flüchtet in die Wüste und man wird bewahrt, aber das hat nicht mit dem Leib Christi zu tun. Und deswegen ist es gut, wenn man den Leitfaden erkennt, Gottes Wille erkennt. Ja, ich wünsche euch, dass ihr dran euch Gedanken macht. Und ich bin natürlich auch bereit, dir Fragen und gerade zu stehen für das, was ich sage. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr euch prüft und uns alle uns prüfen, ob wir auch im richtigen Christus, im richtigen Weg sind. Weil christlich zu sein und christlich zu denken ist eins, aber in Christus zu sein ist wieder was anderes. Und die Voraussetzungen sind gegeben. Gott hat klar deutlich gesagt, wie man den Leib aufbauen muss, wie man die Arche aufbauen muss, welche Materialien, wie wir das machen müssen. Und wenn wir uns dran halten, werden wir auch Teil sein davon. Bald ist es soweit. Gott ruft, hörst du seinen Ruf? Überdenke dein Leben. Weil heute hast du noch die Möglichkeit, die Kurve einzunehmen. Heute lässt sich Gott noch finden. Er lässt sich heute noch rufen. Benutz diesen Tag. Lass es nicht so weggehen. Es ist dein Leben am Spiel. Es ist dein Leben im Spiel. Gott segne uns alle und gebe uns Erkenntnis, dass wir erkennen den Willen des Vaters, den Willen unseren Gottes, den wir Kinder sind durch den Tod und Auferstehung unseren Hauptes und Erlösers. Gott segne uns alle. Und ich hoffe, dass ihr euch trennt von allen Weltlichkeit und weltliches Denken. Ich sehe leider bei vielen Christen jetzt immer mehr und mehr, wie sie von der wahren Lehre durch Zweifel abzweigen. Der Teufel weiß genau, welche Schwachheiten wir tragen. Haltet fest an der Wahrheit Gottes. Und egal, was der Feind sagt, es war egal, was die Welt bringt, auch wenn unser leibliches Tod im Spiel wäre, halte fest an den Glauben, an den Wahrhaftigen.